Der verlorene Schatz. Es waren einmal 4 Superhelden. 4 Feen bewachten den Schatz. Und der Schatz hatte magische Kräfte. Die Bösewichte wollten den Schatz stehlen. Sie schmiedeten einen Plan. Sie schlichen in der Nacht ins Museum. Als die Feen eigentlich eingeschlafen waren, da schlichen sich die Bösewichte zum Schatz. Den Bösewichten gelingt es, den Schatz zu klauen. Sie rannten schnell weg. Die Feen wachen auf. Da bemerken sie, dass der Kristall verschwunden war. Die Feen schreien in den Himmel. Superhelden, wir brauchen euch! Die Superhelden machten sich auf den Weg. Nachdem sie beim Sterne beobachten die Botschaft gesehen haben. Dort angekommen, sperrten sie den Tatort ab. Danach sicherten sie die Spuren. Doch leider fanden sie nichts. Doch die Feen konnten mit ihren Zauberkräften die Spuren sichtbar machen. Die Superhelden freuten sich, dass sie eine Spur zu den Bösewichten gefunden hatten. Sie folgten den Fußspuren kilometerweit, bis die Spuren an einer Wand endeten. Die Superhelden wunderten sich und kratzten sich am Kopf. Einer der Superhelden wollte sich an die Ziegelsteinmauer anlehnen. Dann rutschte auf einmal der Ziegelstein in die Mauer. Auf einmal öffnete sich der Geheimgang. Sie schlichen in den Geheimgang. Auf einmal sahen sie die Bösewichte. Sie nahmen die Bösewichte fest. Der Kristall ist jetzt wieder da und Ende.